Ein bisschen kalt ist zwar schon noch, aber heute ist Aschermittwoch. Aschermittwoch in Bayern auf jeden Fall beginnt halt die Fastenzeit. Und ja, da muss man über ein Thema reden, das normalerweise unangenehm ist, vor allem nach dem Fasching, Karneval und so weiter, nämlich Wassertrinker. Also Wassertrinker ist garantiert kalorienfrei. Jetzt mal im Vergleich zu Obst zum Beispiel und vor allem Alkohol. Arm. Ja, 20 Bananen, wenn sie essen, sind sie Absufer, da können sie einen Führerschein auch abgeben. Also, Wasser ist bekanntlich der ideale Ausgleich für Sünden. Ja, und die haben wir jetzt gerade hinter uns nach dem Fasching. Und da muss man aber jetzt mal drüber reden: es gibt große Unterschiede beim Wasser. Und das geht bis in die Weltanschauung hinein, was da rumgestritten wird. Also, was auch die besonders krass diskutiert wird, sind Mineralien. Also Mineralien im Wasser sind eigentlich was vollkommen Natürliches. Und je weicher der Stor ist, durch den das Regenwasser letztlich bis zum Grundwasser sickert, desto mehr Mineralien lösen sie drin auf. Weil Wasser ist halt ein großer Mineralienaufsauger. Komischerweise gilt dabei die Regel, je weicher der Stor, desto härter wird das Wasser. Und es gibt nur einen zweiten Faktor. Je weiter oben das Wasser gewonnen wird, also zum Beispiel auf Bergen, wo Gletscher sind, desto mineralärmer ist es. Aber davon reden wir jetzt nicht. Zum Beispiel gibt es dann Vulkangebiete mit unheimlich hartem Stor, so, die halt kein Wasser durchlassen. Und dort in diese Gebiete gibt es dann ein sehr, sehr extrem weiches Wasser. Was machen eigentlich die Viecher, wenn es ums Wasser trinken geht? Also, die sind vielleicht nicht so wählerisch. Oder doch? Also, wenn die Viecher die Auswahl haben, dann trinken die meiner Meinung nach eher Wasser aus Pfützen oder aus irgendeinem Gewässer, das schon Mineralien aufgenommen hat, das schon ein bisschen trüb ist. So wie meins, ich bin auch ein Viech. Also, ich habe jedenfalls noch nie ein Viech gesehen, das, wenn es regnet, Zunge rausstreckt und das Regenwasser direkt aufnimmt. Die warten immer, bis das eine Zeit lang rumgestanden ist, weil dann hat es ein paar Mineralien. Also wir als Menschen, wir haben ja die Wahl, was wir trinken. Wir können vom total entmineralisierten Wasser trinken, von einer Umkehrosmoseanlage, von einem Destillierer und so weiter. Oder wir kennen auch Wassertrinker, das zusätzlich mit Mineralien angereichert ist. Wie ist es du, wenn mir das besser schmeckt? Aber gut. Wissen Sie, über Wasser kann man alles Mögliche sagen. Man kann auch daran glauben. Ja? Es gibt Wunderwasser, wunderbewirkende Wässer. Und selbst wenn die Naturwissenschaftler da sagen, hä? Was? Wunder? Nein, wir finden da nichts. Der Glaube versetzt in dem Fall keine Berge, sondern Mineralien wunderbarer Art oder was sonst noch an metaphysischem Wasser drin ist. Also da kann dann das Wasser Wein werden oder sogar Blut. Und wenn man einen Tropfen Weihwasser auf die Stirn tut, dann glauben manche, dass sie ihre Sünden losgeworden sind. Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Naja, also mit einem Wassertropfen braucht man in Bayern gar nicht anfangen. Wir trinken unsere Getränke meistens aus größeren Gefäße, also mindestens eine halbe. Und was für uns wichtig ist in der Fastenzeit ist, dass man vor allem Pfui trinken. Pfui. Pfui hilft in dem Fall. Pfui beim Putzen. Das ist die Reinigungswirkung vom Wasser, auf dem wir aus sind. Na gut, es gibt eine Menge Angebote an Wasser. Man fragt sich vielleicht manchmal, ist wirklich notwendig, dass man das Wasser über so weite Strecken transportiert. Weil die ganzen Flugzeuge, die Schiff, die LKW und die Autos, mit denen das Wasser um die halbe Welt rumkarrt wird, ja, was machen die letztlich? Abgase, saurer Regen. Und der saure Regen schadet letztlich ja sogar dem Meerwasser. Also, das ist nichts. Naja, es ist nicht ganz unwichtig, wo das Wasser herkommt. Bei uns in Mitteleuropa ist das natürlicherweise vorkommende Wasser
meistens relativ hart. Insbesondere hat es die Ionen Calcium und Magnesium. Die reichen sich hier sehr, sehr deutlich im Wasser an. Das sieht man an die Wasserkocher, wird die schnell verkalken. Übrigens, das Calcium da drin in dem Wasser, das kommt von Korallen aus den Urmeeren, die früher hier mal da waren. Also Sie müssen nicht, wenn Sie Korallen-Calcium holen, das irgendwo von Okinawa im Pazifischen Ozean da herfliegen lassen. Das ist bei uns natürlicherweise schon im Wasser drin. Kostenlos. Bei uns in Bayern steckt wahnsinnig viel von dem Calcium in die Böden. Und das Gras, wo die Kühe weiden, das wiederum saugt das mit Hilfe vom Wasser aus dem Erdreich raus, das Calcium. Und deswegen schmeckt die bayerische Milch so gut. Also eine Milchkuh, die braucht ungefähr 100 Gramm Calcium am Tag. Und in einem Liter Milch sind 1,2 Gramm drin. 1,2 Gramm, das ist genauso viel wie ein Mensch über 50 Jahre oder wenn man schwanger ist oder stillt, jeden Tag an Calcium braucht. Also den Bedarf kennt man natürlich auch mit 2 Liter Contrex Mineralwasser stillen. Also die 1,2 Gramm. Aber wenn man jetzt dann ein calciumarmes Mineralwasser hernimmt, wie zum Beispiel Volvic, der darf es für den Tagesbedarf 100 Liter brauchen. Also da verstehe ich dann schon, warum die Umkehrosmose-Leute sagen, ja gut, also da kriegst du nicht genug Mineralien. Ja klar, wenn ich ein Umkehrosmosewasser ganz ohne Mineralien oder so ein mineralarmes Wasser oder das Volvic trinke, ja, da kriege ich wirklich keine Mineralien, weil ja keine drin sind. Also da muss man sich schon überlegen, von welchem Wasser man eigentlich jetzt redet, wenn man so einen Kass verzapft. Also mit dem Volvic 100 Liter kann ja niemand saufen, also dann nehmen wir es halt lieber 100 Gramm im Emmentaler dazu. Dann haben sie ihre 1,2 Gramm Calcium am Tag. Ah. Das Problem jetzt mit der Fastenzeit ist natürlich, der Kass ist natürlich fett und das wollen wir eben gerade nicht. Die vielen Kalorien und vor allem das Fett, das passt jetzt wirklich nicht so furchtbar gut in die Fastenzeit. Was die wenigsten übrigens wissen, dass menschliche Muttermilch, die hat viel weniger Kalzium, also Kuhmilch. Also für den Tagesbedarf Kalzium müsste ein Mensch mit 50 Jahren 3,75 Liter Muttermilch am Tag trinken. Da soll ich mal schauen, wo er die herkriegt. Jetzt habe ich ja schon von den Korallen geredet, von den Urmeeren und deren Kalzium. Korallen sind übrigens Lebewesen, falls Sie das nicht wissen. Das ist nicht bloß das weiße Pulver. Die wohnen da drin. Also das sage ich deswegen, weil es gibt ja einen Haufen Leute, die rumbehaupten, also Mineralien im Trinkwasser sind völlig überflüssig, weil die anorganisch sind. Die sind sogar Ballast, weil wir es nicht aufnehmen können. Also nicht von Lebewesen stammen. Ja, was soll man da sagen? Ich habe es ja schon gesagt, das kommt von Lebewesen ins Wasser. Und die haben es auch aufgenommen. Und das Gras nimmt es auch auf, das die Kuh dann frisst, um das viele Kalzium in die Milch zu transportieren. Na gut. Schauen wir uns mal die Fakten an. Da gibt es zum Beispiel den österreichischen Mineralwasserhersteller Montes. Der hat da Gutachten von der Universität Wien machen lassen über die sogenannte Bioverfügbarkeit. Und das zeigt so, das Wasser übertrifft sogar Milch an Calcium und Magnesium Bioverfügbarkeit. 92% sind bioverfügbar, das schafft nicht einmal die Milch. Und wenn man sich jetzt andere zweifellos organische Nahrung anschaut, wie Bananen oder Brot oder Erbsen oder Schinken, was die hier untersucht haben in Wien. Also die liegen weit, weit abgeschlagen in der Bioverfügbarkeit hinter dem Wasser. Das war die Bioverfügbarkeit übrigens auf der Grafik, da ist das Calcium weiß und das Magnesium blau eingefärbt, falls man das auf dem Bild nicht genügend sieht. Also jetzt komme ich mal zu Mineralien. Also Mineralien, das weiß jeder, der schon mal in einem Mineralienmuseum gewesen ist. Die kann man anfassen, das ist ein hartes, ein Storner. Also wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann sinkt er ab und wird nicht aufgelöst, jedenfalls nicht so schnell. Also das Wasser fängt ja erst langsam an, den Stein aufzufressen. Ja, immer kleiner machen, bis er ionisiert ist. Also, Ionen, was ist denn das eigentlich?
Ionen, das heißt, kommt aus dem Griechischen und heißt Wanderer, also wandern die. Und von den Ionen gibt es zweierlei, nämlich Anionen mit der negativen Ladung und Kationen mit der positiven Ladung. Und weil das eben so ist, kann man die durch elektrischen Strom jetzt leiten. Ja, man kann die richtig hin und her schirmen, je nachdem, wo man Plus und Minus anlegt. Also, die häufigsten Ionen in unserem Wasser sind Calcium und Magnesium, von dem rede ich ja schon länger. Und wenn man die zusammenzählt, dann kommt man auf die sogenannte Wasserhärte. Und das kennen Sie aus Ihrem Wasserkocher oder aus der Kaffeemaschine. Ja, und Sie erinnern sich, Wasserhärte kommt von den weichen Steinen, Sedimentgestein, sagt man. Also nicht aus den harten. Aber Wasser kann im Prinzip alle Mineralien auflösen, kommt halt darauf an, wie lange Zeit mehr gibt. Jetzt ist Wasser von Natur aus so begierig drauf, andere Dinge in ihre Einzelteile zu zerlegen, dass Wasser sich mit schöner Regelmäßigkeit selber auffrisst. Ja, das kann man wirklich sagen. Also fast jeder kennt ja die Molekülformel von Wasser, also H2O. Und wenn man die jetzt ionisieren will, wie es das Wasser normalerweise mit anderen Sachen macht, also mit den Mineralien. Wenn das Wasser sich selber ionisieren will, das geht auch. Und aus dem H2O wird dann das Kation H+ und das Anion OH-. Das passiert von selber. Und zwar grundsätzlich mit jedem 10-millionsten Wassermolekül. Das fällt sozusagen auseinander oder wird von den anderen Molekülen aufgefressen, aufgenagt. Man weiß es nicht, das ist ein Naturgesetz, das noch nicht so ganz klar ist, warum es eigentlich ist, aber es ist so. Also jedes 10-millionste Wassermolekül wird auffressen, ionisiert. Ne? Und dann sind zwei Wasserionen da, H+ und OH-. Das nennt man dann Dissoziation des Wassers oder auch Autoprotolyse. Autoprotolyse. Weil die H+-Ionen, die nennt man auch Protonen, weil die haben kein Elektron. Deswegen das Plus. Und zur Wasserstoffatom ohne Elektron, die nennt man eben auch Protonen, deswegen Autoprotolyse. So. Aber jetzt wird es spannend. Man kann nämlich diesen natürlichen, naturgesetzlichen Prozess der Autoprotolyse oder Dissoziation, den kann man ein bisschen ankurbeln, verstärken, indem man die Ionen daran erinnert, dass sie ja gefälligst mal wandern solchen. Und wenn man, und die wandern dann eben in der Gegenrichtung zum Strom. Also Plus wandert nach Minus und Minus wandert nach Plus. Und wenn wir jetzt da dazwischen so einen kleinen Grenzwall aufstellen, wo die durchkennen, aber dann nehmen wir zurück, dann kann man in dem einen Teil Wasser mehr H+-Ionen, Kationen, neider, und in das andere mehr OH-Anionen. Und das ist interessant, weil das OH-Wasser wird basisch und das H+ Wasser wird sauer. Das schmeckt also richtig, dass das sauer wird. Weil nämlich Protonen oder H+-Ionen, die sind das Maß, mit dem wir eigentlich als Chemiker den Grad einer Säure darstellen. Und den ganzen Vorgang, den nennt man Elektrolyse, also Zerlegung von Wasser. Lyse heißt immer Zerlegung, Auflösung. Und man nennt den Prozess dann eben auch Wasserionisierung. Und dazu gibt es eben Wasserionisierer. Das sind Elektrolysegeräte, die eben genau das machen, dass sie diese Autoprotolyse verstärken und saures und basisches Wasser erzeugen. Und das Saure trinkt man natürlich nicht, sondern das Basische. Also vor allem in der Fastenzeit. Also, der Wasserionisierer hat folgenden Zweck. Der macht aus dem Wasser zwei Wassersorten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Links, auf der linken Seite, mit dem lila Tropfen, sind mehr OH-Ionen drin, die das Wasser basisch machen. Und rechts mit dem gelben Tropfen mehr H+-Ionen, die das Wasser sauer machen. Vor allem das basische Wasser hat sich seit ungefähr 80 Jahren in Deutschland, in der damaligen Sowjetunion und vor allem in die fernöstlichen Länder, Japan, Korea und China, sehr etabliert als Ausgleichsgetränk für eine übersäuernde, moderne Ernährung. Allerdings hat man in diesen 80 Jahren, in den ersten 70 genauer gesagt, nicht so genau hingeschaut. Man hat auf den hohen pH-Wert von dem basischen Wasser geschaut, zwischen pH 9 und pH 11. Und man hat sich gewundert, dass das eigentlich ab pH 11 nicht
ätzend ist wie eine Lauge. Wenn du in eine Lauge langst mit pH 10, dann tut es weh. Du verbrennst die Haut. Bei dem Wasser war es ja gar nichts, im Gegenteil. Das schmeckt gut. Das hat jetzt pH 9,5. Also jedenfalls, das haben sie gewundert. Es gibt also da einen Unterschied. Und manche haben sogar Angst gehabt, dass das Wasser mit pH 9,5 oder 10 die Magensäure neutralisieren kann, wenn man es trinkt. Also, aber, und das ist jetzt das Wesentliche, es ist eben keine Lauge. Weil nämlich der sogenannte Basenrest fehlt und das sind die Kationen. Also zum Beispiel in der Hauptsache das Calcium und der Magnesium, die immer eine 2-Plus-Ladung haben, also praktisch den fehlen 2 Elektronen. Bei einer Lauge sind die aber da. Und zwar im Verhältnis 1:1 zu den OH-Ionen. Und hier ist das Verhältnis verschwindend gering und deswegen ätzt das Ganze nicht, sondern schmeckt. Also den Vorgang, wie stark laugig das basische Wasser ist, das nennt man Pufferung. Das Wasser ist fast ungepuffert, weil eben immer eine deutliche Minderheit von Kationenpuffern da ist gegenüber den OH-Ionen, die den pH-Wert bestimmen. Also es ist trotz des hohen pH-Werts ist es nur ganz, ganz leicht alkalisch, wie man sagt. Aber und jetzt komme ich zum springenden Punkt von meiner Fastenpredigt. Es ist auch nicht so wenig alkalisch gepuffert, dass es ganz egal ist, welches Wasser ich jetzt in der Fastenzeit da zu mir nehme. Und das will ich Ihnen heute ein bisschen näher erklären. Also, ich kehre in meiner Eigenschaft als Aschermittwochs-Fastenprediger nicht so die Schönredner. Die sagen, oh ja, Heilfasten, das entgiftet, das entschlagt, das macht die Psyche wieder klar und so weiter. Ja, das mag schon auch im Hintergrund sein. Gibt es ganz bestimmt auch solche Wirkungen, aber nach all den Tagen im Fasching mit Völlerei, Alkohol, massiver Kalorienaufnahme, geht es schon darum, die Wampen ein bisschen wegzukriegen. Es geht ums Fett, weniger Fett. Seit Weihnachten bis Aschermittwoch, was ist denn da los? Da wird doch nur, dann ist auch noch Winter, da isst man sowieso mehr. Also jeder hat jetzt irgendwie ein bisschen zu viel von dem Fett und es geht schon darum, dass man das auch los wird. Es geht um das ganz ordinäre und im Bauchfett sogar gefährliche Fett. Ne? Sehr schädlich. Und wenn es um Fettabbau geht, Ladies and Gentlemen, dann geht es um Säuren. Fett besteht aus Fettsäuren. Und unser eingelagertes Fett, das hat Namen. Die haben es bei ihren Fett- und Zuckerhändler oder beim Discounter noch nie gelesen. Vielleicht stehen es im Kleingedruckten. Ich lese es einmal vor. 42-51% Ölsäure, 21-30% Palmitinsäure, 5-8,5% Pamitoleinsäure, 5-8%, 5-8,5% Stearinsäure und 2-6% Myristinsäure. Ja, darum geht's. Säuren müssen wir loswerden, wenn wir Fett loswerden wollen in der Fastenzeit. Und genau die Säuren müssen weg. Also die gut eingelagerten Specksäuren in unserem Körper. Die schlafen erst einmal bei uns rum, weil wir haben auch noch andere Säuren als Fettsäuren. Zum Beispiel Milchsäure, wenn wir einen Muskelkater kriegen. Harnsäure, Oxalsäure, Phosphorsäure. Und natürlich vor allem die Kohlensäure. Die hat erst einmal Vorrang, wenn es ums Rausschmeißen, Loswerden von Säuren geht. Also, und deswegen ist das Fasten so gut. Weil da gibt es einen Alarm. Es kommen keine normalen Säuren mehr. Jetzt bauen wir mal unsere eigenen schnell ab, weil wir gerade Zeit haben. Das ist der Punkt. Ja, deswegen ist das Fasten gut. Und wie man fastet, da komme ich später drauf. Es geht also um eingelagerte Fettsäuren, die abgebaut werden müssen. Wie geht es? Kommt da einer im Löffel und löffelt die aus, wie ein Fassel Butterschmalz. Na, die müssen aufgelöst werden als Säuren und dann über den Blutkreislauf transportiert werden. Also Blutkreislauf. Ohne Blutkreislauf kriegst du dein Fett nicht los. Aber unser Blutkreislauf, das wissen die meisten von Ihnen, der kann nicht so viel Säuren aufnehmen. Der hat ein ganz enges pH-Fenster, wenn man sagt, zwischen 7,35 und 7,45. Also ganz wenig Spielraum für Säuren, obwohl es ganz gut gepuffert ist. Aber trotzdem, so leicht kriegt man da nicht schnell die Fettsäuren los. Also erstens, weil sie Platz haben, keine anderen Säuren möglichst da, möglichst wenig andere Säuren. Und zweitens,
Fuhr ich halt nicht Platz. Also, die Wampen braucht schon Zeit, bis man sie loswerden kann in der Fastenzeit. Aber die ist ja dafür auch 6 Wochen lang. Also, bevor irgendeine Fettsäure ins Blut reinkommt, müssen erst einmal die Massensäuren rausgebracht werden. Also vor allem die Kohlensäure, das CO2, wird über die Lunge abgeatmet. Also die Lunge ist unser größtes Entsäuerungsorgan, die hat aber mit Fettsäuren nichts am Hut. Die müssen erst einmal über die Leber. Und ja, ein bisschen was geht auch über Haut und Haar weg von den Fettsäuren. Aber das ist, glauben Sie mir, das ist wirklich ganz minimal. Das dient eigentlich nur der Eigenschmierung der Außenhülle und nicht dem Fettabbau. Also über die Haut und über die Haare und wenn es noch so glänzt. Und wenn Sie 10 Mal am Tag duschen, dann werden Sie höchstens krank. Aber Ihr Fett werden Sie da nicht los. Auch das Schwitzen in der Sauna oder beim Sport. Das verbraucht zwar Kalorien, das heißt aber nur lange nicht, wenn Sie weiter essen, dass Sie dann Fettsäuren loswerden. Sie müssen erst einmal den Kanal dafür freischaufeln und das geht halt einfach nur durchs Fasten. Was machen die Nieren in dem ganzen Spiel? Also die scheiden erst einmal in der Schnellabfertigung mit Hilfe von Wasser die verschiedenen Säuren wie Harnsäure, Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure und alle möglichen anderen Kadetten auch noch. Und deswegen ist ganz klar, nur wenn Sie die anderen Säuren in Ihrem Körper minimieren, dann haben unsere Ausscheidungsorgane überhaupt einen Platz dafür, um die Fettsäuren loszuwerden. Und da bin ich jetzt dann bei meinem Lieblingskandidaten für den ersten Preis in Gesundheitsidiotie. Das ist das Märchen von der basischen Zitrone. Ja. Dieses Märchen, das ich Ihnen gleich näher erläutern werde, besteht in der unglaublichen Behauptung, dass Lebensmittel, die einen eindeutig sauren Charakter haben, die man eindeutig sauren pH-Wert, den man wunderbar messen kann, dass die angeblich basisch wirken und deswegen nicht zur Säurelast zählen. Es ist absurd, aber Millionen von Leuten glauben diesen Schmarrn. Diesen offensichtlichen Unsinn. Und wie kommt es? Es kommt von einem aus Schweden stammenden Chemiker, der während der ganzen Nazizeit von 1927 bis 1945 an einem Krankenhaus in Dresden, also in Deutschland, gearbeitet hat. Und wir haben die ganzen absurden, wahnsinnigen Überzeugungen dieser Zeit hinter uns gelassen, aber das geistert immer noch durch die Postillen. Basisch wirkendes Saures. Es ist so absurd. Also für mich ist das eigentlich ein Skandal. Ich habe mal einen Vortrag gehalten und da meldete sich ein Arzt und hat gesagt, nein, das stimmt ja gar nicht, Herr Asenbaum, das ist ja gar nicht so. Weil die wirken ja auch basisch, die Zitronen. Und dann habe ich es einem folgendermaßen erklärt. Also dieser Herr Ragnar Berg, Chemiker aus Göteborg, ist mit 25 Jahren nach Deutschland eingewandert und hat sich ab 1902 in Dresden mit Ernährungsforschung beschäftigt. Und noch vor dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1913, hat er dann dieses ominöse Buch veröffentlicht mit dem Titel Die Nahrungs- und Genussmittel, ihre Zusammensetzung und ihr Einfluss auf die Gesundheit mit besonderer Berücksichtigung der Aschenbestandteile. Also die Methode von dem Ragnar Berg sehen Sie auf der Bilderserie hier, die diesen Wahnsinn nachgestellt hat. Also zuerst verbrennt man ein saures Nahrungsmittel, wie zum Beispiel eine Zitrone. Danach rührt man die Asche von der Zitrone in ein destilliertes Wasser, hier mit pH 6,56. Und nach dem Einrühren steigt der vorher saure pH-Wert ins basische um 1,46 auf 8,0. Also sprach der Herr Ragnar Berg dann, ja, die Zitrone wirkt nach der Verstoffwechselung, also nach dem Verbrennen durch Sauerstoff, offensichtlich basisch. Genauso wie andere Obstsorten, die bei direkter Messung im frischen Zustand absolut sauer sind. Obwohl der Mann 1956 gestorben ist, lebt seine Quatschkomödie noch heute in den Gehirnen angeblicher Ernährungsforscher. Alter Schwede, was für ein Schwachsinn ist das denn? Wenn ich die Asche von einem Zigarillo in destilliertes Wasser einrühre, dann geht der pH-Wert von 6,94 auf 11,21 rauf. Ja und? Ist es dann Basenkost, wenn ich Zigarillos esse? Oder Zigarilloasche in mich reinstopfe? Ja, warum esse ich dann keine super basischen Zigarillos, um mich zu entsäuern? Also, geht's noch? Obwohl der Mann so einen unglaublichen Schwachsinn erzählt hat,
gilt dieser Herr Ragnar Berg immer noch als der Urvater der sogenannten Basenkost. Und ja, der hat richtig Karriere gemacht in der Nazizeit. Ein Jahr nach der Machtergreifung ist er zum Leiter der physiologischen Abteilung des Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt berufen worden. Und bis 1945 haben die Leute in Schweden da dort behalten. Der hat reinpasst in die Ideologie. Übrigens hat er nur einen Sohn gehabt, den darf man nicht damit verwechseln, aber das war der Gunnar Berg. Und der war ein Nazi, der war sogar in der SA. Und der war sogar noch nach dem Krieg in alle möglichen Nazi-Altorganisationen engagiert. Da war sein Vater schon längst nach Schweden verschwunden. Aber Ragnar Berg und seine Lehre, meine Herren, es gibt noch Sachen, die wir aufarbeiten müssen. Es wird nicht aufgearbeitet, also in Deutschland. Noch im Jahr 2001 gab es eine Dissertation von einem gewissen Herrn Rummel, Georg, eine Dissertation aus Dresden, und die feiert ihn als den Begründer der basischen Kost. Also, mir reicht jetzt, über Ragnar Berg zu reden. Ich habe jetzt genug darüber gesagt. Es ist doch eigentlich so klar. Und es tut mir leid, es gibt viele Naturkostläden, die von dem Schmarrn leben. Die müssen halt dann ein bisschen umdenken. Es gibt andere Möglichkeiten, wirklich genug. Man muss den Leuten nicht Blödsinn erzählen. Ein Gemüse, das kann irgendwie noch in die basische Richtung führen, aber Obst nie und nimmer und nimmer und nimmer und nimmer. Also die sachliche Kritik an der ganzen Theorie ist doch wirklich ziemlich einfach. Wir essen die komplette Zitrone. Oder wir trinken den Zitronensaft. Und unser Körper macht daraus doch keine Asche, sondern er muss die vorhandene Säure ausscheiden. Über die Lunge und über den Urin. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Und bevor wir das ausscheiden können, muss die komplette Säurelast von der Zitrone übers Blut, über den Kreislauf. Und damit ist natürlich die Säurekapazität unserer Adern belastet. Wir haben ja nicht den Laborschornstein von dem Herrn Ragnar Berg. Unsere Adern sind keine Schornsteine. Die müssen wir pflegen. Und wenn wir zu viel Säuren durchschicken, ist das schlecht. Und was passiert wirklich mit der sauren Zitrone? Weil das Blut bei höherer Säurebelastung nicht genügend Puffermöglichkeiten hat, müssen die realen Reste der Zitrone und auch anderer messbar saurer Nahrungsmittel warten, bis sie entsorgt werden können. Also, unsere Zellen jedenfalls haben nur einen Schornstein, und der heißt Blutkreislauf, und der muss das Kohlendioxid zur Lunge schaffen, damit es dort abgeraucht werden kann. Und der Blutkreislauf funktioniert wie eine rote Ampel. Unter pH 7,35 Säurelast macht der Schornstein dicht, und alle Säuren müssen die nächste Lungenpassage abwarten, bis bei 7,35 wieder ein bisschen Platz für Kohlendioxid und andere Säuren ist. Es ist ja unstrittig, dass sich in einer verbrannten Säure mehr Kationen als Anionen finden. Darum wird das Aschewasser ja leicht basisch. Wir haben ja gesehen, dass das eigentlich verhältnismäßig wenig ist im Vergleich zum Zigarillo. Aber wir essen ja nicht die Asche von der Zitrone, sondern die ganze Frucht. Und der Schornstein ist eben das Blut und steht nicht im Labor eines Nazis. Darum ist die Zitrone und all die anderen angeblich basisch wirkenden Lebensmittel insgesamt sauer. Nochmal, es gibt kaum Lebensmittel, die messbar basisch sind. Die Ausnahme sind Hühnereier, deren Eiklar kann sogar schon mal die Werte von basischem ionisierten Wasser haben, nämlich 9,5 und sogar mehr. Jetzt möchte ich natürlich nicht sagen, dass die Zitrone ungesund ist, aber sie ist nicht basisch. Ja, sie ist gesund wegen ihrer Antioxidantien, zum Beispiel. Zum Glück bin ich nicht der einzige Prediger gegen dieses Zitronenmärchen von dem Ragnar Berg. Danke an Marco Körner für seinen engagierten Artikel bei den Chem-Reportern. Damit bleibt nur noch die Frage in meiner Predigt offen: Wie kann ich mir denn dabei helfen, beim Fasten meine Fettsäuren loszuwerden? Darum zeige ich Ihnen jetzt, warum das mit ionisiertem Basenwasser oder auch basischem Aktivwasser, ERW, ARW, Elektrolytwasser, Kangenwasser, aquionisiertem Wasser
oder wie auch sonst man das immer nennt, was ich hier trinke, eigentlich ganz vernünftig geht. Also hier sehen Sie auf dem Bild den pH-Wert des Leitungswassers vor der Aufbereitung in einem Wasserionisierer. Das sind dann 7,52 pH. Das ist ganz normal in Deutschland. Jetzt wollen wir das Wasser, das wir in der Fastenzeit trinken wollen, mit einer echten Herausforderung konfrontieren, nämlich mit echten unverbrannten Zitronensaft mit einem sehr sauren pH-Wert von 1,73. Und davon nehmen wir jetzt 1 Milliliter und nehmen dann mindestens 1 Liter von verschiedenen Wassersorten und schauen, was dann eigentlich mit dem pH-Wert passiert und welches Wasser man dann für den Säurebasenausgleich besser verwenden kann. Also unser erster Kandidat ist ein in Esoterik- und Heilpraktikerkreisen sehr häufig empfohlenes Mineralwasser aus dem Örtchen Leonhardspfunzen vor den Bayerischen Alpen in Ostbayern, die stille Version der St. Leonhardsquelle. Die gibt es auch in einer Vollmondabfüllung. Das ist die normale Abfüllung, weil ich von solchen Klamauk nichts halte. Also das Wasser ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut in seiner Ausgewogenheit im Vergleich zu anderen deutschen Brunnen. Das ist was für den größeren Geldbeutel. Na gut, also schauen wir uns mal an den pH-Wert. Der ist jetzt hier gemessen 7,37. Also, dann als nächstes ist der Herausforderer des Zitronensafts Lauretana, diese artesische Quelle. Die entspringt in der Nähe von dem Wallfahrtsort Graglia Santuario in der Gletscherregion des italienischen Monte Rosa. Sie erinnert sich, Wasser aus großer Höhe hat ja wenig Zeit, sich mit Mineralien anzureichern. Das nutzt also der Hersteller aus, um es das leichteste Wasser Europas zu nennen. Laut Werbung hat es nur 14 Milligramm Feststoffe pro Liter. Und es soll gut bei Fasten- und Trinkkuren sein. Es hätte mehr als 60.000 Ohm elektrischen Widerstand. Das würde mich aber nur interessieren, wenn ich in einem Elektronikladen einkaufen wollte, aber nicht bei Trinkwasser. Aber der Widerstand bzw. die Leitfähigkeit sind ja gängige Argumente in der Szenerie von Umkehrosmoseanlagen. Und mit den meisten Umkehrosmoseanlagen kann Lauretana in der Tat konkurrieren, weil in dem, ja letztlich ist es ein Gletscherschmelzwasser, da ist wirklich kaum was drin außer Wasser. Das Einzige, was in der Werbung fehlt, ist der Hinweis, ja, tun Sie es doch in Ihr Dampfbügeleisen. Wäre vielleicht ein bisschen preislich anspruchsvoll, das Bügeleisen damit zu versorgen. Also ich messe bei Lauretana hier einen auch für Umkehrosmoseanlagen typischen pH-Wert von 6,56. Und dass das leicht sauer ist, das ist kaum auf die enthaltenen Mineralien zurückzuführen, sondern einfach da ist ein bisschen Kohlendioxid drin. Also im Säurebasensinn ist es ein pH-neutrales Wasser, genauso wie Umkehrosmosewasser eigentlich immer neutral ist, wenn kein Kohlendioxid drin ist. Und es kann also weder Basen noch Säuren erheblich neutralisieren, das werden wir gleich sehen. Umkehrosmosewasser habe ich jetzt nicht in diesem Vergleich dabei. Erstens, das Lauretana ist ja fast dasselbe. Und außerdem rate ich einfach ab, Umkehrosmosewasser pur zu trinken, sondern ich empfehle, dass man das mit mindestens 50 Milligramm Kalzium pro Liter nachmineralisiert, so wie das in Israel, wo die ihr Wasser durch Umkehrosmose gewinnen müssen, gesetzliche Vorschrift ist. Also da muss einfach mineralisiert werden. Bei uns muss es nicht, aber ich sage Ihnen, tun Sie es. Sind Sie nicht blöd. So, jetzt der dritte Herausforderer. Ich habe mit einem elektrolytischen Wasserionisierer mit 9 Elektroden. Das ist also Kandidat 3. Und da habe ich ein ionisiertes basisches sogenanntes Aktivwasser mit einem pH-Wert von 9,55 hergestellt. Und bis wir das jetzt konfrontieren mit dem Zitronensaft, wird dann der pH ungefähr auf 9,5 sein. Und das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Das lässt die Trinkwasserverordnung nämlich noch zu. Das Wasser, mit dem ich das aufbereitet habe, mit dem Wasserionisierer, stammt aus Garching bei München, wo ich den Test im dortigen Aquazentrum durchgeführt habe. Also der Anfangs-pH war 7,52 und der ist dann praktisch um 2 logarithmische pH-Stufen auf 9,5 angehoben worden.
Das ist so der normale Vorgang beim Wasserionisierer. So, nach all dem, was ich Ihnen schon vorher über Pufferung und Alkalität erzählt habe, sollte das Testergebnis nicht besonders verwundern. Das leichteste Wasser Europas, wie sich Lauretana in der Werbung nennt, schafft es nicht einmal mit 3 Litern, diese verschwindend geringe Menge einer von 1 Milliliter Zitronensaft auch nur annähernd in den Bereich eines neutralen pH-Werts zu bringen. pH 3,13, das ist einfach immer noch sehr, sehr sauer. Wie sollte so ein Wasser geeignet sein, beim Abbau von Fettsäuren zu helfen? Und wie soll uns das beim Fasten unterstützen oder bei einer Trinkkur? Es geht einfach nicht. pH 3,13 ist einfach immer noch sehr sauer. Wie soll denn das dafür geeignet sein, uns beim Fasten zu unterstützen, beim Abbau von Fettsäuren? Und dann das gut mineralisierte Mineralwasser von St. Leonhards Quelle. Das erreicht immerhin mit 1 Liter, also nicht mit 3 Litern, einen pH-Wert, wo nur 0,18 pH zum Nullpunkt bei pH 7 fehlen. Also das ist praktisch neutralisiert. Und jetzt schauen wir uns mal das basische Aktivwasser an mit dem pH 9,55 Ausgangswert aus dem Wasserionisierer, und das Testresultat ist 7,65. Also da kann man wirklich davon sprechen, dass das beim Abbau von Fettsäuren unterstützen kann. Ja? Weil das ist halt wirklich basisch. Natürlich ist es auch nur Wasser, und gegenüber dem massiv gepufferten Zitronensaft, den man eben deswegen beim Fasten nicht trinken soll, ist es natürlich um den Faktor 1000, weil wir haben nur 1 Milliliter Zitronensaft gehabt, um den Faktor 1000 auch das unterlegen. Was ich Ihnen mit dem Versuch zeigen wollte, ist, dass es schon einen unglaublichen Unterschied ausmacht, was man für ein Trinkwasser nimmt beim Fasten. Und überhaupt, was man das ganze Jahr über für ein Trinkwasser nimmt. Ich trinke das jetzt seit 16 Jahren. Also wenn Sie sich durch die populärwissenschaftlichen Bücher und Talkshows zum Thema Ernährung fressen, dann werden Sie immer wieder mit der Falschaussage konfrontiert, dass zur basischen Ernährung und zur gesunden Ernährung Obst und Gemüse gehören. Also das Obst wird, auch wenn man es noch so oft wiederholt, niemals basisch. Obst ist immer saurer und hat auch viel Zucker, und Zucker macht auch sauer. Also Obst ist gesund wegen seiner Enzyme, wegen seiner Vitamine, wegen der Flavonoide, aber nie im Leben basisch. Hier zeige ich Ihnen mal ein paar Beispiele. Also Gemüse ist im Vergleich zu Obst zwar basischer, aber im besten Fall pH-neutral, wie jede erntefrische Spinat. Richtige basische Lebensmittel, Nahrungsmittel gibt es kaum. Nur wo das Leben sich fortpflanzen will und den Nachwuchs vor Säuren schützen muss, da gibt es tatsächlich basische pH-Werte, beim Eiklar sogar bis zu 9,6. Übrigens kann man auch beim Sperma basische Werte messen. Also das sind die Fortpflanzungszellen, die sich besonders gegen Säuren schützen. Ansonsten gibt es keine basischen Nahrungsmittel. Die Honigmelone ist mit sauren pH 5,4 noch das Basischste. Und wo sind sonst die Basen im Obst? Nun, ganz einfach, sie verstecken sich hinter den organischen Fruchtsäuren, und die werden durch den Fruchtzucker kaschiert, der unseren Geschmackssinn überlistet und uns die Trauben süß, anstatt so grottensauer, wie sie sind, erscheinen lässt. Schauen wir mal ideologiefrei die Tatsachen an. Deutschlands Biobäcker, die kennen ja jetzt einen Aufschrei machen, aber mit einem Roggenbrötchen, sagen wir, mit pH 4,4 schon im Bereich von Bier angelangt. Also dem, was man in Bayern als flüssiges Brot bezeichnet. Und die oft als leerer Kalorienbomber verpönte Laugenbrezen, die hat dagegen, weil die ist ja vorbehandelt worden mit einer Lauge, deswegen heißt sie ja so, mit einer Natronlauge, die ist dann tatsächlich 13 Mal basischer als so ein hochgelobtes Bio-Vollkornbrot. Also ich rede jetzt hier vom Basenwert von Nahrungsmitteln, nicht vom gesundheitlichen Wert, wohlgemerkt. Und wenn wir jetzt aber vom Säure-Basen-Ausgleich sprechen wollen, dann müssen wir erstmal Kohlendioxid loswerden. Dazu müssen wir die Lungen stimulieren und erstmal Sport treiben. Mäßigen Sport, aeroben Sport. Weil der stärkste Säure-Basen-Ausgleich über die Lunge, über den Gasaustausch stattfindet. Und wir verbrauchen nur knapp 1/4 von dem Sauerstoff in der Luft.
Na, knapp ein Viertel. Und daraus machen wir dann das Hundertfache an Kohlendioxid, was wir ausatmen. Das ist am Tag ein Kilo Kohlendioxid, das wir ausatmen. Übrigens, die Lunge ist auch noch ein großer Wasserverbraucher. Deswegen, wenn ich jetzt so viel rede, kriege ich wahnsinnig Durst. Weil mit jedem Atemzug, mit jedem tieferen Atemzug, geht Wasser raus. Als Kondensat. Also in jedem Atemzug, den wir ausatmen, sind 6% Wasserdampf drin. Das sind dann, was wir insgesamt ausatmen, ungefähr 0,75 Kubikmeter am Tag. Also wir dampfen ganz schön was ab. Und deswegen ist eine mäßige, aerobe körperliche Anstrengung förderlich beim Abbau auch von Fettsäuren in der Fastenphase. Und Wasser ist grundsätzlich das, was Nieren und Lungen in großer Menge brauchen, damit wir uns entsäuern können und damit wir in der Fastenperiode Fettsäuren abbauen können. Mineralien können wir basisch machen. Nehmen wir jetzt mal unsere mineralstrotzenden Mineralwässer, die meistens sind aber durch die Kohlensäure grottensauer. Aber wenn Sie jetzt so ein kohlensaures Wasser so lange schütteln, dass die Kohlensäure rausgeht, dann wird es vielleicht sogar leicht basisch, so wie das St. Leonhard. Also die Kohlensäure, die haut ja bei 60 Grad aus dem Wasser so richtig ab. Das ist ja der Grund, warum also zum Beispiel ein wärmes Wasser, zum Beispiel Wasser in der Badwanne, ist wunderbarerweise immer ein bisschen basisch. Also, naja, also natürlich beim Fasten keine kohlensäurehaltigen Mineralwässer trinken, ist doch klar. Die mit Kohlensäure, die haben zwischen 4,5 und 6,5 pH-Wert, die sind nicht basischer als ein Kaffee, kann ich gleich einen Kaffee trinken. Und von dem trinke ich aber jetzt nicht gleich ein paar Liter, ja, sondern vielleicht so ein kleines Espresso-Tässchen. Das kann nicht schaden. Also was viele vielleicht gar nicht wissen, die Untergrenze für Trinkwasser, die der Gesetzgeber vorschreibt in der Trinkwasserverordnung, die liegt bei pH 6,5. Also kein Mineralwasser mit Sprudel drin erfüllt diese Trinkwassernorm. Trotzdem wird uns gesagt, wir sollen das unbedingt trinken. Also das basische Aktivwasser, das liegt an der Obergrenze einer gesetzlichen für Trinkwasser. Das heißt, bei pH 9,5. Also das geht noch. Schmeckt aber besser mit 6,5. Also das ist auch der Wert, den wir für basisches Aktivwasser aus dem Wasserionisierer empfehlen, als Obergrenze. Weil wenn wir jetzt dann 9,5 haben und das normale Leitungswasser hat 7,5, dann sind es zwei pH-Stufen, das heißt 10 mal 10, also 100 mal basischer als das Leitungswasser. Ja. Also richtig sauer, so saurer als Essig, aber davon nehmen wir nicht nur einen Esslöffel voll, sind Limonaden. Also Limonaden sind grauenhaft sauer. Man schmeckt man das bloß nicht, weil die Säure durch den Zucker oder die Zuckerersatzstoffe kaschiert wird. Also jetzt schauen wir uns mal das klassische Fasten an, das Heilfasten. Da sehen Sie jetzt hier mal den typischen Verlauf eines sechstägigen Heilfastens mit basischem ionisiertem Wasser. Das hat mein verstorbener Freund Dr. Walter Erlacher an tausenden von Fällen beobachtet. Es schaut immer ganz ähnlich aus. Man kann wirklich dabei zuschauen, wie das Blut von Tag zu Tag klarer wird und sich vom Ballast befreit. Also typisch ist auch die am dritten Tag von dem Heilfasten auftretende Fastenkrise, das sehen Sie ganz klar, an der Veränderung des Bildes. Da ist der Säureansturm von den abgebauten Fettsäuren, weil beim Heilfasten isst man ja gar nichts, so groß, dass sich das Blut zusammenklumpt und man sieht auch eine erhöhte Gerinnungsneigung an den Fäden, die da rumschwimmen. Also das ist dann beim Heilfasten nicht gerade der angenehmste Tag. Bei manchen kommt es einen Tag später, bei manchen kommt es einen Tag früher. Aber es kommt die Fastenkrise und da braucht man dann ein gewisses Durchhaltevermögen. Deswegen neige ich persönlich heute mehr dazu, dass man das sogenannte intermittierende Fasten oder auch Intervallfasten vorzieht, weil das kann man dauerhaft machen, ohne Anstrengung oder sagen wir mal, vielleicht ist die Lernphase ein bisschen anstrengend, aber ansonsten, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann geht das ganz wunderbar. Und
Da geht zwar der Fettsäureabbau ein bisschen langsamer, aber er geht kontinuierlich. Und das ist das Entscheidende. Da steht der Tropfen höhlt den Stein und steht das Fasten verschlankt das Schwein. Das ist alles ganz einfach. Also deswegen ist das Intervallfasten oder intermittierende Fasten oder 16:8 Fasten ein richtiger Megatrend geworden, weil das ist nicht nur effizient, sondern auch verhältnismäßig leicht durchführbar. Und es ist auch noch sozial kompatibel, weil man muss nicht immer Nein zu verführerischen Essensangeboten sagen. Oder zum Hunger. Oder wenn man zum Essen eingeladen wird. Beim Heilfasten, da bist du ein sozialer Outsider. Ja, da gehst du am besten in ein stilles Kämmerlein und lass dich bei niemandem sehen, weil du saugrantig bist. Beim Intervallfasten geht das alles. Da kannst du dich auf deine nächste Mahlzeit freuen. Musst dann nur 16 Stunden warten. Also in der Kurzform ist die Anweisung für das Intervallfasten oder intermittierende Fasten einfach die. Mach dir überhaupt keine Gedanken, wie viel du isst und auch nicht, was du isst. Isst, was dir schmeckt. Es geht einzig und allein darum, sich zu entscheiden, wann man isst und wann nicht. Und da gilt die Regel 16:8. Das heißt, essen darfst du nur an einem Drittel eines 24-Stunden-Tages. Also 16 Stunden Fasten, das heißt nichts essen, nur trinken. Und essen, was du willst, 8 Stunden lang. Sie werden schon sehen, dass Sie dann nicht mehr so viel schlingschlabbern wollen, wenn Ihr Körper sich daran gewöhnt hat, dass er nicht dauernd irgendwie seinen Magen ausdehnen muss. Weil der Magen, der zieht sich dann an zusammen und dann ist man schneller satt. Ist ganz einfach. Also 16 Stunden am Tag ist Essen verboten. In dieser Zeit trinkst einfach, wenn du Hunger hast. Und am besten basisches, ionisiertes Wasser. Ja, es ist auch schon Mittwoch. Ich habe angefangen mit dem Fasten. Ich muss trinken. Man kann natürlich auch andere kalorienfreie Getränke zu sich nehmen und ungesüßt. Ungesüßt ist ganz wichtig, auch wenn es 0 Kalorien Zucker ist, weil das hat bestimmte Effekte auf das Insulin, seine Körpertäuschung sozusagen. Also es muss ungesüßt sein und kalorienfrei. Also zum Beispiel ein Tee oder einen schwarzen Kaffee, das ist kein Problem, wenn man es jetzt mit dem Wasser nicht so hat. Und dann ganz wichtig beim intermittierenden Fasten oder Intervallfasten ist, dass man mindestens einen Tag pro Woche das Fasten durchbricht. Das heißt, dass man da isst, wann man will. Das heißt, es nicht frisst 24 Stunden lang. Das heißt einfach, du darfst da zu jeder Zeit essen. Meinetwegen am Sonntag oder wann es immer Ihnen in Kram passt. Warum das, ist das jetzt besser als frisst die Hälfte? Ja, weil frisst die Hälfte macht keinen Spaß, wenn man isst, dann möchte man satt werden davor. Sonst macht das Ganze keinen Spaß und keinen Sinn. Deswegen soll man dann, wenn man isst, auch satt werden. Und nicht dann so mit dem halbhungrigen Gefühl dann ins Bett gehen oder sowas. Na, essen, wenn man isst, und nicht essen, einfach mal ein bisschen länger. Und das ist deswegen so gut, weil beim normalen Totalfasten, da schaltet der Körper relativ schnell zurück, schon nach wenigen Tagen, reduziert seinen Kalorienabbau und besorgt sich die Nahrung, weil das leichter geht, Muskeln abzubauen, erstmal aus den Muskeln. Das heißt, du kriegst einen Muskelschwund anstatt einen Fettschwund. Deswegen ist die ganze Heilfasterei aus heutiger Sicht nicht mehr so ganz empfehlenswert. Es gibt schon ein paar Indikationen, aber der normale Mensch, der einfach seine Wampen ein bisschen reduzieren will, der sollte das Intervallfasten machen. Weil da hat der Körper dann jeden Tag, also bis auf den einer oder vielleicht einmal zwei, ja. Also man kann einmal das ganze Wochenende dann das Fasten durchbrechen. Das ist je nach der sozialen Situation, in der man ist, sicherlich für jeden leicht selber zu entscheiden. Es dauert dann halt ein bisschen länger. Also die Fastenzeit ist ja eigentlich dazu da, dass man sich auf das nächste Fest, nämlich auf Ostern, freut. Und ehrlich gesagt, das Fasten fällt ja eigentlich ganz einfach nach dem Trubel von der Weihnachtszeit und von dem Fasching und Karneval und dem ganzen Zeug. Da ist man ja auch über ein bisschen Erholung froh. Und man fühlt sich ja auch ein bisschen unbeweglich und fett, faul, träge, winterschläferig. Und das Fasten bereitet einem schon gut auf das Frühjahr vor. Die Bayern haben ja dann das Starkbier erfunden, damit der Fastenstress nicht allzu schlimm wird. Weil nach dem Motto, was man nicht essen kann, das kann man doch wenigstens trinken.
Leider Gottes macht das Starkbier halt auch Lust auf fetten Braten und deftige Würst dazu. Das geht gar nicht. Na, das geht eigentlich gar nicht. Das können Sie ja dann an dem einen Tag machen, wo Sie das Intervallfasten unterbrechen. Also, Bier beruhigt ja im Allgemeinen wegen dem Hopfen. Das Starkbier beruhigt noch viel mehr und nimmt natürlich einen Stress vom Trinker. Also, für viele ist die Fastenzeit dann auch irgendwie so ein Stress. Das ist gar nicht gut. Mit dem Intervallfasten ist es kein Stress. Na, weil da können Sie sich immer aufs nächste Essen freuen. Das ist in einer so nahen Zukunft, dass Sie das gar nicht merken, wenn Sie mal jetzt 16 Stunden lang nichts essen. Die meiste Zeit von der wo Sie nichts essen, da schlafen Sie sowieso. Also bewusste Fastenperiode ist dann eigentlich ganz gering. Wenn Sie 8 Stunden schlafen müssen, sondern 8 Stunden nichts essen, dann haben Sie den Intervallfastentag schon erledigt. Ja. Also, ja, und Starkbier, Alkohol, das ist ja auch verpönt in der Fastenzeit. Naja, obwohl das Bier bringt ja manchmal schon auf gute Ideen. Also zum Beispiel der Münchner Ingenieur Alfons Natterer, der im Jahr 1931 den Wasserionisierer erfunden hat, der wollte eigentlich ursprünglich mit dem Wasser, der wollte es nicht für Trinkwasser, der wollte Bier damit brauen. Das nur nebenbei gesagt. Also, der Wasserionisierer, der kann Wasser basisch machen. Und der hilft beim Entsäuern und beim Fasten, das haben wir gesehen. Aber in dem Wasser steckt auch noch was anderes als Basen. Das hat man jetzt erst in unserem Jahrhundert oder im dritten Jahrtausend entdeckt. 2007 genauer gesagt, da steckt noch was anderes drin. Und das ist eigentlich das, was interessant ist. Was auch natürliche Heilwässer interessant macht. Und das ist Wasserstoff. Und der Wasserstoff entsteht in dem Wasserionisierer bei der Elektrolyse in der Kathodenkammer. Und der lässt sich bis zu einem gewissen Maß, nämlich 1,6 Milligramm pro Liter, im Wasser speichern. Und das macht diesen ja, geistig erfrischenden Stoff aus, der dieses Wasser so beliebt macht. Wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, den Wasserstoffwasser zu trinken, dann schmeckt einem wirklich nichts anderes mehr. Da lassen Sie jedes andere Wasser stehen, weil der Wasserstoff, das halt einfach so, ja, man möchte mehr. Man möchte einfach mehr davon. Der Wasserstoff ist das kleinste Molekül, das es gibt. Kann überall hin, geht in die Mitochondrien, sorgt dafür, dass mehr Mitochondrien in den Zellen gebildet werden, also mehr Energie zur Verfügung steht in Form von ATP. Der gibt alle möglichen Signale im Körper rum. Zum Beispiel, wenn man Entzündungen hat und so weiter, dass die zurückgehen. Es gibt 150 verschiedene Anwendungsfelder, die jetzt Wissenschaftler in aller Welt seit 2007 da in der medizinischen Anwendung untersuchen. Und im Wellness ist das natürlich eine ganz geile Sache. Die Sportler haben mehr davon, regenerieren schneller. Die Gesunden haben mehr davon, weil es wacher sind. Und die Kranken haben den oder jenen Vorteil. Das sind über 1000 Forscher, die da gerade wie wild dran rumarbeiten. Also darüber habe ich auch andere Vorträge gehalten, also schauen Sie sich das bitte da an oder lesen Sie eins von meinen Büchern, wo das drinsteht. Ich wollte nur sagen, es geht nicht nur um basisches Wasser, sondern auch darum, was dafür ein ja, gasisches Wasser, was für ein gasisches Wasser das ist, nämlich eben ein H2-Gas, also Wasserstoff, der Kraftstoff, mit dem die modernsten aller Autos fahren. Ja, umweltfreundlich. Passiert nichts. Kommt nur, wenn die Energie verbrannt ist, kommt nur Wasser raus. Wasser können wir eh brauchen. Und dann nur Wasserstoff im Wasser drin, ist super Benzin eigentlich für unsere Fastenzeit und auch fürs ganze Jahr. Also, wie gesagt, darüber habe ich schon andere Vorträge gehalten, auf Hochdeutsch damit, und auf Englisch, damit auch andere verstehen. Es gibt zum Beispiel jetzt nicht nur Wasserionisierer, sondern auch andere Möglichkeiten, weil zum Beispiel die Hydronade-Tabletten, das sind so Sprudeltabletten, die schmeißt ins Wasser rein und die enthalten auch Magnesium und das reagiert mit dem Wasser und dann wird da nicht nur das Magnesium reingegeben, was eh schon ganz gut ist, sondern eben auch Wasserstoff und zwar in einer beträchtlichen Menge. In einer wirklich beträchtlichen Menge, also da kommt man sogar über diese 1,6 Milligramm pro Liter hinaus, eben weil das so ein chemischer Prozess ist, den man halt durch die Menge des Materials
steuern kann. Also das ist eine Möglichkeit für unterwegs, diese Wasserstoffsprudeltabletten. Wasserionisierer ist am besten, weil die Tabletten haben immer ein bisschen einen leichten Nebengeschmack, wenn man ein paar Säuren braucht, um das aufzulösen. Mit dem Wasserionisierer hat man also erstens basisch, zweitens hat man Wasserstoff und drittens natürlich sauberes Wasser, weil da sind natürlich Wasserfilter drin, die das vorher reinigen. Dann die dritte Empfehlung, das sind die sogenannten Wasserstoffbooster. Boosten, das heißt, die pusten also wirklich viel Wasserstoff da rein und zwar unter Druck. Auf die Weise kann man auch mehr Wasserstoff in dem Wasser drin speichern. Also das müssen Sie sich vorstellen wie so ein Soda-Automaten. Ne? Nur, dass Sie statt Kohlensäure eben Wasserstoff da reinpressen. Ne? Und das ist übrigens auch gute Merkhilfe, weil genauso wie das Kohlendioxid aus dem Sprudelwasser schnell rausgeht, wenn man es offen stehen lässt, geht auch der Wasserstoff schnell wieder raus, wenn er unter Druck da reingepresst worden ist. Und deswegen sollten Sie das zügig trinken. Und genau deswegen sind auch die Behälter, die auf diesen Wasserstoffboostern drauf sind, so klein. Damit das halt gerade eine gescheite Trinkportion, jetzt nicht für einen gestandenen Bayern, aber für die meisten Leute, das sind so 0,3 bis 0,4 Liter, was da meistens drin ist, und das ist das, was man auf einen Hubs trinken kann. Also ich kann es wenigstens. Gut. Die Booster haben auch den Vorteil, dass die im Gegensatz zum Wasserionisierer nicht irgendwo angeschlossen werden müssen, sondern die laufen mit einem Akku, die kann man jederzeit überall wieder aufladen, mit einem USB-Kabel. Und wenn man jetzt dann da kein Leitungswasser hat, das irgendwie vorgereinigt ist, sondern irgendein anderes Wasser haben will, dann kann man sich also zum Beispiel so als St. Leon hat, stille Quelle kaufen und das dann da rein tun. Das ist dann auch sauber, weil da achten die Mineralwasserhersteller natürlich schon drauf, dass man da das richtige Wasser hat. Der allerneueste Trend, das ist jetzt mit dem Wasserstoffgas. Also wenn man davon ganz viel will, dann kann man sich den einfach jetzt nicht nur übers Wasser in den Verdauungstrakt reinschieben, sondern es gibt so ja, verschiedene Lungenkrankheiten, Asthmatiker und so weiter, COPD und auch Gehirnkrankheiten. Also man kann den Wasserstoff auch inhalieren. Und wenn man inhaliert, dann geht es ja da am Riechnerv vorbei. Und der Riechnerv hat eine direkte Verbindung zum Gehirn. Und deswegen gibt es also jetzt, ja, sagen wir mal im weitesten Stichwortbereich, Gedächtnisstörungen und so weiter, nachlassende Gehirnleistung. Und das scheint sich schon zu erweisen. Und also ich persönlich spüre es auch, dass man da wacher wird, wenn man diese Inhalation macht. Und da gibt es jetzt auch sogar so Kombigeräte, da kann man inhalieren über die Nase und man kann auch mit demselben Gerät sich dann Wasserstoff boosten, also wie bei einem Booster und zwar in erstaunlich schneller Zeit. Also das ist eine gute Methode, wenn man ganz viel Stress hat und gesundheitliche Probleme auch, da etwas für sich zu tun. Also jetzt gibt es also diese Möglichkeiten, Wasserionisierer, Sprudeltabletten, Wasserstoffbooster, Inhalationskombigeräte. Also ich sitze natürlich da im Vollen. Ich nutze das alles jeden Tag selber. Ich möchte jetzt noch kein Neid erwecken, aber ich habe schon 10 Kilo verloren. Dadurch, dass ich das mache, bin also jetzt wesentlich schlanker als früher und einfach so nebenbei. Also außer dass ich auch das intermittierende Fasten mache und halt wirklich dann tagsüber nichts esse bis zum späten Nachmittag, da mache ich eigentlich nichts. Ich esse ganz schön viel. Und nicht nur Gesundes, glauben Sie mir. Also, wenn Sie mehr wissen wollen, dann gehen Sie bitte schön auf meine Website www.euromultimedia.de. Da kriegen Sie das Ganze tiefer gestaffelt in der Information und natürlich auch auf Hochdeutsch, teilweise sogar auf Englisch, teilweise meine Bücher sind in 6 Sprachen übersetzt. Da können Sie sich dann entsprechend Ihren Vorlieben zurechtfinden. Und damit sage ich herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Gehen Sie in sich, nach dem, was ich gesagt habe. Und wenn Sie in sich gehen, finden Sie sowieso den sympathischsten Menschen, den Sie sich vorstellen können, nämlich sich selber.